Guten Morgen, liebe Freunde. Heute mein erster Videoblog für euch. Ich bin auf dem Weg, wohin genau? Das verrate ich euch jetzt, nämlich nach Pittsburgh und werde gegen eine Maschine, Mensch gegen Maschine antreten. Bedeutet was genau? Ich werde Air Hockey spielen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Tage aus der ESL Pro Series, nämlich auf den Friday Night Games, wo wir einen Air Hockey Stand hatten, der mich sehr begeistert hat. Früher sehr viel Air Hockey gespielt, mittlerweile auch immer wieder, wenn wir auf den Events sind und schlag mich ganz passabel. Angeblich soll eine Maschine nahezu unbesiegbar sein. Ob dem wirklich so ist, werden wir rausfinden. Ich fliege extra deswegen nach Pittsburgh und bin gespannt. Ich bin guter Dinge. Hab gestern Nacht noch viel nachgedacht, wie kann man diese Maschine am besten schlagen. Gab ein kleines Video dazu, das habe ich mir einfach mal angeschaut. Und ich glaube, ich werde es machen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Muss einfach mal abwarten, wie es wird. Und fühle mich fit. Habe jetzt noch einen langen Flug vor mir. Stehe gerade noch in Düsseldorf, hier am Flughafen. Ist noch ein bisschen was los. Ich darf noch ein bisschen warten. Das kann noch so... warten wir mal ab, wie lange das noch dauern kann. Aber, tja, die Kilometer werden kürzer. Auch wenn es jetzt noch sehr langsam ist. Bald aber werde ich ankommen und dann bin ich sehr gespannt. Ja, so sieht es hier derzeit aus. Mein Zwischenstopp wird in Miami sein. Und, 9:10 Uhr in der Früh geht's los. Ich hoffe, der Jetlag wird mich nicht töten. Ich komme eigentlich zu einer ungünstigen Zeit an. Aber na gut. Ja, reges Herrschen nenne ich das hier nicht, aber ist ein bisschen was los. Aber naja, für Düsseldorfer Verhältnisse, ich glaube, das ist in Ordnung. Das Erste, was ich geschafft habe, war auf jeden Fall mich schon mal am falschen Stand anstellen. Fantastisch. Denn ich habe es echt geschafft, mich schon bei Air Berlin hinzustellen. Aber ich habe mich schon geärgert, denn... Für die Interkontinentalflüge gibt es für jeden Flug dann einzelne Schalter. Oder ein paar halt, drei Stück. Und da drüben gab es Air Berlin International, was für mich jetzt so viel hieß wie, da bist du genau richtig. Naja, dann stand ich da die ganze Zeit und am Ende war es falsch. Sehr, sehr schön. So fängt ein guter Morgen doch an. Ah, Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, es wird besser. Habe ich Augenringe? Sind eigentlich ganz okay. Notebook ist mit dabei. Ich werde auf jeden Fall noch einiges... für euch up to date halten. Hoffe, dass da ein paar sinnvolle Sachen dabei rumkommen. Vielleicht auch ein paar lustige. Bisher habe ich noch nichts Lustiges erlebt. Bisher habe ich nur blöde Sachen gemacht. Von daher warte ich einfach mal weiter ab. Tja, sonst werde ich mich auf jeden Fall melden. Bin auf jeden Fall richtig heiß. Ich freue mich riesig. Nur dazu sagen, ich habe ja früher wirklich sehr viel Air-Hockey sogar am Computer gespielt. Somit, keine Ahnung, ich war noch extrem jung. 8, 9 oder 10. Und da gab es dann immer so verschiedene Gegner, die immer stärker wurden. Und da war ich ziemlich süchtig nach. Das kann einen sehr fesseln. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es in Deutschland so wenige Tische gibt. In Duisburg gibt es einen zum Beispiel, bei mir nicht so weit weg. In Köln gibt es auch welche, aber sonst ist es ist einfach nicht so viel los. Und ich bin froh, dass ich jetzt die Chance habe, mal direkt gegen so eine Maschine zu fighten. Die soll sich auf jeden Fall warm anziehen, da bin ich mir ganz sicher. Und ich werde gut vorbereitet dort vor Ort sein. Und ich werde auf jeden Fall ausgeschlafen sein in dem Fall. Also. Ich hoffe, ihr habt den ersten kleinen Eindruck bekommen. Ja, wenn ihr nicht gewisst, genau wofür, wieso, weshalb, ich werde auf jeden Fall noch weitere Informationen Stück für Stück raushauen. Haltet die Ohren steif, bis dahin.